ideias vermelhas, kann man kontrollieren. Und hat überall Küchen für Vergewaltiger und Kriegsverbrecher eingerichtet. Und der Kodex des Tausches im Recht zur Sache erhoben. Und somit ist die glückliche Welt meiner Meinung nach dem Untergang bereit. Und es gibt keinen drin. Es wird, wenn das Millennium aufgebraucht ist, eine Horde von Armsiegen über die Welt herfallen. Und die werden sich wieder zusammenrotten. Wie damals auch. Alles liegt, alles Spiel. Das Schlimme ist, dass wir uns alle hätten Gedanken machen können, die uns erreichen und die in der Welt hätten veräußern können. Aber es ist so, dass solche Leute wie der Dalai Lama mit ihren meditativen Gedankengut nur mal das Denken dominieren. Es ist völlig klar, dass der Taoismus von Moslems, Christen und Buddhisten als der Blasphemie beschuldigt dasteht, was eine totale Lüge ist. Und es wird teilweise Aufgabe der Taoisten sein, den daraus zu machen oder daran zu sterben. Es ist jetzt schon im Jahre 2011 keine Lebenserwartung mehr zu erwarten. Am Millennium gewesenen Weltfortschritt hält sich das noch ein bisschen auf. Normalerweise weiß man aus jedem Schulbuch, dass sowas viel schneller geht. Ein Reiskristall implodiert nach 3 Wochen normalerweise. Und der Kodex, der ihm zugrunde liegt, ist der Tausch und der Rechtstausch. Es ist auch so, dass Grundgesetze eigentlich schon unterwandert sind und geändert wurden, was man in Zeitungen und Nachrichten lautstark nachvollziehen kann. Das Ganze hat mit dem Sport wie Kung Fu überhaupt gar nichts zu tun. Es geht um eine reine Gewaltverfügung und das ganze Erleben ist darauf konzentriert und meiner Meinung nach auch die ganze Zeit darauf konzentriert gewesen. Wie Sie gesehen haben in unserem Film, ist das Gorschuh